In Deutschland leben immer mehr Kinder in Armut. Fast 2 Millionen Jungen und Mädchen wachsen in Familien auf, die von staatlicher Grundsicherung leben. 52.000 mehr als noch 2011, so eine Bertelsmann-Studie. Das Risiko, in Armut aufzuwachsen, ist regional unterschiedlich. Im Osten Deutschlands sank die Quote auf 21,6%, ist damit aber noch immer vergleichsweise hoch. Im Westen erhöhte sich der Anteil armer Kinder auf 13,2%. Schlange stehen für Lebensmittelspenden. Die Tafel in Mülheim an der Ruhr heute Vormittag. Viele Mütter und Kinder sind hier auf Unterstützung angewiesen. Denn besonders betroffen von Armut sind vor allem zwei Familienkonstellationen. Gut die Hälfte der armen Kinder wächst bei Alleinerziehenden auf. Und 36,4% leben in Familien mit zwei oder mehr Geschwistern. Bundesweit leben knapp 2 Millionen Kinder in Armut. Das heißt, ihre Eltern sind auf staatliche Unterstützung angewiesen. Und nur jeder achte Hilfsbedürftige schafft es dauerhaft, wieder aus seiner Lage herauszukommen. Häufig kann man sogar eine soziale Vererbung der Armut feststellen. Aus armen Kindern werden arme Jugendliche und arme Erwachsene, die wieder arme Kinder bekommen. Kinderarmut ist in Deutschland regional sehr unterschiedlich verteilt. Spitzenreiter ist Berlin, gefolgt von Bremen und Sachsen-Anhalt. Die wenigsten Probleme gibt es in Baden-Württemberg und Bayern. Egal wo, finanzielle Armut bedeutet für die betroffenen Kinder oft schon früh Ausgrenzung bei Bildung, Kultur und Sport, belegt die Studie, mit gravierenden Folgen für ihre Entwicklung. Arme Kinder sind häufiger sozial isoliert, gesundheitlich beeinträchtigt und ihre gesamte Bildungsbiografie verläuft sehr viel problematischer als bei Kindern, die in gesicherten Einkommensverhältnissen groß werden. Deshalb fordern Sozialverbände und Opposition, die Grundsicherung für Kinder müsse komplett neu durchdacht werden, weil viele Faktoren darüber entscheiden, ob ein Kind gut versorgt aufwachsen könne.